Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Es stehen die letzten Spiele an und ich würde gerne noch wenigstens eins gewinnen. Einfach nur um das Ziel, das kleine Ziel, Elite 3 im Monat noch offen zu halten. Ich glaube, sobald ich eine Woche mal weniger als 16 Siege schaffe, ist es dann fast unmöglich, weil 17 Siege oder mehr ist halt einfach extrem schwer. Ich meine, ich habe bis jetzt, glaube ich, dreimal 17 Siege geschafft und die meisten Weekend-Leagues waren eben mit weniger Siegen. Deswegen Konzentration, ruhig spielen, konzentriert sein, mit Biss spielen, nicht emotional werden, auch wenn man mal ein Tor hinten liegt. Einfach auf die eigenen Stärken beruhen. Vielleicht hat man noch ein bisschen Glück. Klar, hoffen, dass man kein Pech hat. Und dann schauen wir mal. Okay, der linke Flügelspieler dieser. Also erstmal krass, dass er nur Begovic im Tor hat. Und ein 81er Innenverteidiger und ein 80er Innenverteidiger. Also ja, seine Verteidigung ist nicht so geil. Außer sein Tor nicht. Aber er hat einen Bronze- und einen Silberspieler drin und er wird auf jeden Fall die auswechseln. Das ist klar. Dass er da was anderes reinlegt. Das bedeutet aber gleichzeitig, er hat halt zwei Wechsel weg, ne? Der linke Flügel und der rechte Flügel, die sind halt jetzt einfach mal, die werden jetzt ausgewechselt. Und dann dementsprechend, er kann dann später zumindest nicht mehr wechseln. Er hat eine schlechte Innenverteidigung, muss man eigentlich so sagen. Mit Zuma und mit Vermaelen und auch einen schlechten Torhüter. Im Vergleich natürlich, immer im Vergleich gesehen, mit den krassen Spielern Ronaldo, Team of the Year Iniesta. Es ist, glaube ich, auch das erste Mal, auf jeden Fall, dass ich Iniesta sehe. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal im gegnerischen Team einen Team of the Year Spieler hatte. Ja, krasses Team, hoffen wir mal, dass er nicht so gut spielt. Ronaldo ist natürlich ein unglaublicher Stürmer, also, und ich bin gespannt, was er jetzt einwechseln wird. Sollte ja irgendwas krasses sein. Ja, schade. Ronaldo unfair gestoppt. Okay, da waren wir nicht mehr dran. Ich dachte, ich wollte eigentlich klären, aber er ist nicht rangegangen. Aber er war nicht zuletzt dran, dann geht's. Er hat wahrscheinlich sogar drei Spieler gewechselt, oder? Habe ich da gerade Sokrates gelesen bei ihm? Weiß ich nicht, wo den hinpassen will. Mertens hat er eingewechselt, okay. Nice Luck. Puh, egal, war ein gelacktes, geschenktes Tor, können wir nichts machen. Ist halt so. Einfach auf das restliche Spiel konzentrieren. Wir können den Ausgleich machen, wir können das Spiel noch drehen. Wir haben noch genügend Zeit. Scheißegal, dass er sich so ein Tor lackt. Einfach weiterspielen. Und wir machen natürlich den Alu-Treffer, was sonst? Geil. Ich habe ja gesagt, hoffen, dass wir kein Pech haben und dass wir Glück haben. Wir haben Pech, der Gegner hat Glück. Aber egal, wir haben eine gute Torschance rausgespielt und jetzt spielen wir einfach so weiter und machen das Tor beim nächsten Mal. Ganz einfach. Ja, da sollte der Ball natürlich hingehen. Zum Glück macht Sokrates ordentlich mit. Der eine Pass war jetzt logischerweise nicht so geplant.
Schade. Alter, was? Oh, schöne individuelle Klasse. Das war auch ein krasses Tor. Es geht auch nicht jedes Mal so rein. Und wir sind der drückende Spieler. Wir machen den Alu-Treffer. Der Gegner schießt halt hier das zweite Lackertor. Aber wir haben die Chance, ja auch zwei Tore zu machen. Interessanter Laufpass von Piszczek. Ich meine, er war ja auch den Bille. Schön gemacht von Hector. Gegner spielt natürlich nicht schlecht, also gerade in der Abwehr merkt man ja, dass ich nicht wirklich gut durchkomme. Trotzdem ist es hier ein unverdientes 2-0. Ah, wenn er den durchsteckt. Da wollte ich den Ball nicht hinlegen. So ein unverdientes, verfluchtes 2-0, ey. Ich bin echt ruhig, um nicht durchzudrehen. So unverdient. Es ist ein knappes Spiel, klar. Aber dieses erste Tor war einfach nur geschenkt. Ich spiele mir eine schöne Chance raus. Geht natürlich nur an den Pfosten. Herzlichen Glückwunsch. Ich probiere jetzt eine andere Formation, weil ich zwei Tore brauche. Ich glaube zwar nicht, dass eine andere Formation besser funktioniert. Aber ich komme einfach offensiv nicht gut genug durch. Deswegen muss ich. Ich fress wahrscheinlich jetzt das dritte Tor, wenn ich das mache, aber ich muss es probieren. Das Spiel ist eh fast durch. Gegner spielt halt in der Verteidigung sehr gut. Er kommt in der Offensive überhaupt nicht gut durch bei mir. Super ausgeglichenes Spiel. Unentschieden wäre absolut gerechtfertigt. Leider eines dieser knappen Spiele, wo dann wieder nur das beschissene Glück entscheidet. Zumindest bisher. Aber mal gucken. Wir haben ja noch nicht verloren. Moment mal, stimmt, ist es jetzt gewechselt oder nicht? Ja.
Da habe ich eigentlich gedacht, dass er den reinmacht. Schade, aber immer ein guter Abschluss. Aber er bleibt echt bei Begovic, krass. Anfang ist ganz gut mit der Formation. Mal gucken, ob es so bleibt. Mist, das hätte nicht passieren dürfen. Zum Glück spielt das dann schlecht aus. Da sollte der Ball nicht hin. Boah, ey, so ein verschissener Locker, ey. Das gibt's überhaupt nicht. Jeder verfluchte Schuss, ein Schuss ist bei ihm immer ein Treffer. Ding ist durch. So. Oh, ey, das ist unglaublich. Komplett unverdient. So krass. Das habe ich noch nie erlebt, ey. Jeder. Ich meine, das erste Tor war halt relativ nah. Klar, war auch nicht schwer. Aber Tor 2 und 3 total schwer. Und als wenn es ganz normal wäre, macht die Mertens natürlich. Es ist geil. Und bei mir werden die Schüsse natürlich geblockt, da kommt niemand frei zum Schuss. Ja, wird schön gefoult. Ding ist durch. Ich schieße keine drei Tore mehr gegen den Gegner. Er verteidigt ja auch nicht schlecht. Er spielt ja auch nicht schlecht. Er ist auch kein schlechter Gegner. Er lackt halt nur. Das ist alles. Er ist nicht schlecht, aber total lucky unterwegs. Ganz einfach. Klar, die Tore können auch individuelle Klasse sein. Gerade mit Mertens, das war halt einfach. Unglaublich schwere Abschlüsse, die er da rein macht. Aber es ist halt einfach krass, dass in dem Spiel natürlich alles gegen mich klappt. Aber das erste Tor ist ja schon lächerlich. Dass ich dann wieder einen Alu-Treffer habe, ist lächerlich. Also das ist halt einfach die Kombination wieder aus allem. Unglaublich. Jetzt heißt es einfach ruhig zu bleiben für die nächsten Spiele. Absolut unverdienter Sieg, vor allem in der Höhe, weil diese Torschance, die er sich nach dem 2-0 erspielt, bekommt er ja auch nur, weil ich 2-0 hinten liege. Weil ich 2-0 hinten liege und dann halt eine andere Formation wähle, aufmache. Wenn das Spiel normal läuft, steht es halt unentschieden. Logischerweise, ich spiele mein 4-2-3-1 weiter und da muss man halt gucken, ne? Aber da steht es ja nicht 4-0, logischerweise. Ist halt einfach, ich muss aufmachen. Das ist wie wenn ich gegen einen guten Gegner sage, oh, ob ich gegen den gewinne, mal gucken. Dann schieße ich das 1-0, dann schieße ich das 2-0 und dann muss der Gegner aufmachen. Am Ende gewinnt man plötzlich 4-1 oder so.
Ja, Sokrates hat logischerweise auch keinen guten Abschluss, aber ich habe nicht darauf geachtet, wer das jetzt ist. Naja, geschenktes Tor logischerweise, aber ist jetzt eben nichts mehr, scheißegal. Ich bin immer noch der Meinung, dass es definitiv ein ausgeglichenes Spiel war, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, wo ich dann halt einfach aufmachen musste. Und es ist eher so ein knappes Spiel ist, wo halt unentschieden wahrscheinlich fair ist, aber der Gegner sich halt einfach alles zusammenlackt. Und dann entscheiden halt solche knappen Dinger einfach. Egal, wir denken gar nicht drüber nach, wir gehen zum nächsten Spiel. Punkt aus, Nikolaus. Scheißegal. Muss auch mal sein, das hat man auch an den Schüssen gesehen, dass der Gegner hier nicht deutlich besser war, hat mich nicht dominiert. Im Gegenteil, nach seinem 1-0 war ich sogar der bessere Spieler, würde ich sagen. Und jetzt gehen wir einfach im nächsten Spiel, ins nächste Spiel, scheiß drauf. So. Konzentration, wir brauchen nur einen Sieg, um zumindest die Minimalgewinne in der Woche zu erreichen. 16 Siege für Elite im Monat. Das ist mein Ziel jetzt. Logischerweise. Ja, hat er auch noch geilere Trikots? Ja, das geht. So, bitte jetzt nicht so einen ganz so kranken Gegner mit solchen kranken Spielern. Oh. Ist nicht ganz so schlimm wie der letzte, aber dieser dumme Son, na dumm ist er nicht, aber dieser Son ist halt schon krass. Das andere war, glaube ich, auch schon wieder dieser 89er Mertens oder so. Der mir gerade eben diese Buden so reingehauen hat. Wie gemacht von De Bruyne, ist angeblich ein Foul. Oh, ich dachte, er läuft durch, macht er nicht. Mein Fehler. Keine Ahnung, wie da De Bruyne. Na, ist egal, nicht drüber reden. Wir versuchen es einfach wieder. Oh, das war auch schon wieder so ein Lucky Tor, ey. Kann ich nichts machen. Egal, wir spielen jetzt einfach weiter. Und drehen das Ganze. Konzentriert weiterspielen. Komm, ist nichts passiert. 1-0, scheiß drauf. Das ist nicht das erste Spiel, was du klärst, was du drehst. Sag mal, hat er De Bruyne Hunter gegeben? Anders kann ich mir nicht erklären, dass das so unglaublich schnell ist. Man muss dem Hunter gegeben haben, ey. Was für eine Peso. Ja, da war halt niemand mehr in der Mitte. Warum kommt denn da niemand? Bitter. Wieder bekommt er den zweiten Ball. Da habe ich echt Angst, dass er reingeht. So, Konzentration, los jetzt. Da steht nur 1-0, du brauchst nur ein Tor. Benteke oder Mané werden hier schon irgendwas Geiles machen. Oh, sehr geil. Touré macht ihn.
War ein bisschen lucky das Tor, aber beim Gegner war es ähnlich und von daher scheißegal. Benteke macht die Vorlage, Touré macht das Tor, nice, 1-1. Jetzt machen wir das 2-1, drehen das Spiel und alles wird gut. Schön gemacht von Touré, wie er sich durchsetzt und dann halt noch Tunnel und sowas, wie gesagt, lucky, aber egal. Come on, komm schon, komm schon, komm schon! Bam! Jetzt machen wir das 2-1, jetzt drehen wir das Ding hier. Was sind denn das für Pässe in die Spitze? Schade, ich dachte, wir können mal über die Pace kommen mit Mané, aber es hat leider nicht geklappt. Oh, schade. Konzentration, komm, 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 konzentrier dich. Nicht abschweifen, konzentrier dich einfach. Hat er jetzt eher auf Passen gedrückt, was auch nicht, was Aspili macht. Sehr gut von Coleman. Hätte halt gedacht, dass es abseits ist. Da muss ich es hochspielen. Scheiße. Elfmeter. Ah, es war ein Elfmeter. Ah, es war abseits. Okay. Sonst wäre es Elfmeter gewesen. Da kommt leider wieder gefährlich vor. Das gefällt mir nicht. Ich muss einfach selber mehr gefährliche Situationen nach vorne aufbauen. Sonst habe ich keine Chance hier in irgendeiner Form. Das Spiel zu gewinnen. Das ist ein Foul eigentlich. Der Gegner spielt leider gut von. Spielt so ein Pressing, aber gut eigentlich mit Raumdeckung, schnell, nervig. Boah, ey, wie kann denn der Pass nicht durchkommen? Klar steht er davor, aber er muss ihn doch einfach nur ein bisschen um den Spieler rumkurven. Oh. Eklig, der ist richtig gut. Ich würde sogar fast behaupten, der ist noch besser als der letzte. Er hat noch nicht so viel Glück. Oh, das ist sehr eklig. Das ist sehr, sehr eklig. Ich traue mich keine andere Formation. Würde ich vielleicht probieren, wenn er noch ein Tor schießt. Aber ich hoffe nicht, dass er es macht. Und ich hoffe, dass ich noch eine Chance mehr spiele. Aber oh, das ist anstrengend bisher. Jetzt kommen mal die richtig harten Brocken, ey.
Also einfach keinen Stellungsfehler in der Abwehr. Wieder knapp. Schön gemacht von Touré, wollte ich gerade sagen. Kommen nicht mal Ecken hin. Benteke, ach du Scheiße. Und das Krasse ist, guckt euch bitte mal an, wer Benteke steuert. Geht nochmal an der Timeline zurück. Ich hatte natürlich gedacht, dass ich Benteke zum Steuern bekomme, aber ich bekomme ihn nicht. CPU-Kopfball. Oh Gott, ich schäme mich fast für das Tor. Ich freue mich natürlich, aber ich schäme mich fast dafür. CPU-Kopfball Benteke, aber geil, dass jetzt auch mal wieder eine Flanke kommt und Benteke ist so kopfballstark. Es ist einfach unnormal. Ist einfach nicht normal, wie kopfballstark da ist. Krass. So, jetzt aber weiter defensiv gut spielen und im besten Fall halt noch ein drittes Tor machen. Und wenn es ein Lackertor ist, scheiß drauf, wir brauchen noch einen Torvorsprung. Komm schon. Schade. Hat man einen leicht Vorsprung, aber es reicht irgendwie nicht. Oh, danke, dass du ihn so weit vorlegst. Danke, danke, danke. Das war natürlich eigentlich das Teil 2. Aber er macht den Fehler und legt sich zu weit vor. Alter, wie kriegt er denn den Fuß noch da rein? Sowas ist dann auch immer zum Kotzen, ey. So habe ich den Pass gemeint. Schön außenrum. Weil wenn es einmal klappt, warum nicht nochmal, ne? Krass. Es leckt jetzt übrigens leicht, was ziemlich nervig ist. Ja. So, Zeitspiel. Ich würde sagen, wir können echt mal auf Zeitspiel gehen. 78. Ich will den Sieg. Ich brauche den Sieg. Ich will ihn. Ich will ihn. Ich will ihn. Und das ist ein schwerer Sieg.
Aber nach der letzten Niederlage auch ein verdienter Sieg, meiner Meinung nach. Schade, schöner Schuss von Aspili. So, jetzt haben wir die 80. Ich würde sagen, jetzt gehen wir hier mal auf. Wobei, wir haben ja Benteke, fällt mir gerade ein. Warum nicht? Ah, rennen hinterher, aber ich glaube, da war gar niemand mehr dran, oder? Ah, doch, sehr geil. Was? Wir waren zuletzt dran? Hat keinen Bock mehr auf Zeitspiel, das ist mir aber scheißegal. Das gehört zum Spiel, Mäuse. Oh, vor allem bei so wichtigen Spielen, ey. Oh, bin ich froh, dass wir es gewonnen haben. Tor sage ich schon. Spiel gedreht, nice. Ein Tor Benteke, eins Touré, Vorlagen, eins Benteke, eins Aspili. Sehr geil. Sehr geil. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Es war eigentlich auch wieder so ein Spiel, wo wahrscheinlich das Unentschieden gerechter gewesen wäre, aber es gibt halt es gibt halt keine Gerechtigkeit im Fußball, nicht immer. So, jetzt hätte ich gerne noch einen weiteren Sieg, einfach nur aufgrund der Tatsache, wenn wir jetzt den 17. Sieg schaffen sollten, würden wir uns ein Spiel Vorsprung erspielen, was die Monatslieder angeht. Dann könnten wir uns in einer Weekend League 15 Spiele statt 16 erlauben. Ich meine, selbst 15, selbst 14 ist noch viel, ey. Entspannt wird es, glaube ich, so ab 12 Siegen. Dann wäre es entspannt. Aber 15 und 14 ist immer noch krass. Aber wie gesagt, besser als 16. Was hat er denn? Fuß, eine Partie. Das macht nichts, weil wir wechseln ja jetzt wieder auf Bundesliga. So, in diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Ach, hoffentlich schaffen wir noch einen Sieg. In diesem Sinne, tschö, tschö, bye, bye.